Es ist Ende Juli und Paul Gamper macht einen Kontrollgang durch seine Erdbeerfelder. Auf seinem Hof in Jenesien, dem Willele-Hof, ist die Erdbeerernte schon fast abgeschlossen. Paul Gamper hat sich schon vor vielen Jahren für den Anbau von Nischenkulturen entschieden. Ab 1995 ist er in den Anbau von Beeren und Steinobst eingestiegen. Die Kulturen hat man gesehen, dass man sie muss abdecken, dass man sonst keine Qualität produzieren kann. Und vorher hat man das nebenbei gemacht mit der Viehwirtschaft. Und dann hat man sich auch mit entscheiden, was man macht. Entweder 5 Sachen, die man schlecht macht, oder 2 oder 1, die man gut macht. Und dann haben wir eigentlich umgekehrt auf 3 Hektar Erdbeeren zu machen. Und um die Produktpalette ein bisschen zu erweitern, haben wir halt noch Himper dazu gemacht, 2 Hektar, und noch jetzt auch ein bisschen Kirschen. Der Willele-Hof in Jenesien ist einer der wenigen landwirtschaftlichen Betriebe im Land, der sich voll und ganz auf den Anbau von Beeren und Steinobst spezialisiert hat. Vermarktet wird hauptsächlich über die Obstversteigerung EGMA in Vilpian, ein kleiner Teil, rund 20%, aber auch direkt ab Hof. Der Betrieb in Jenesien steht beispielhaft für den professionellen, erwerbsmäßigen Anbau von Nischenkulturen in Südtirol. Noch ein bisschen. Okay. Neueinsteiger im Bereich Beerenanbau sind hingegen Hilde und Franziskus van den Dries vom Kaldenschlössl in Latsch im oberen Finchgau. Vater Franziskus hat sich bereits als Weinbauer einen Namen gemacht. Jetzt will er es gemeinsam mit Tochter Hilde auch mit dem extensiven biodynamischen Anbau von Beeren und Wildobst versuchen. Vor wenigen Monaten haben sie die ersten Beerensträucher an einem Hang unterhalb des Klosters Marienberg in Burgais angepflanzt. Als wir diese Anlage bei Marienberg geplant haben, dann hatten wir eigentlich zuerst vor, die ganze Anlage, also die 2,5 Hektar, die es sind, mit Reben anzupflanzen. Haben wir aber schon sehr schnell gemerkt, dass dieser Hang, also das ist der Osthang, dass er eigentlich zu östlich ist für Reben. Für Weinbau also, weil da zu wenig Stunden am Tag die Sonne scheint. Und von dem her haben wir eine Alternative gesucht und sind wir bei den Wildbeeren angekommen. Läuft alles nach Plan, können die ersten Beeren in Burgais nächstes Jahr geerntet werden. Verarbeitet und vermarktet werden sie vom Kloster Marienberg. Also ganz oben fängt es an mit den Kornelkirschen. Und dann haben wir 3 Sorten Brombeeren angepflanzt. Holunder steht auch dazwischen. Wir haben schwarze Himbeeren, Aronias haben wir, die schwarze Johannisbeeren. Jetzt vergesse ich bestimmt noch einige. Die Scheinquitte haben wir ja auch. Und die sibirische Blaubeere. Also dann haben wir es fast alle gehabt, glaube ich. Vor allem in Berglandwirtschaftsgebieten wie im oberen Finchgau und im Wipptal haben Nischenkulturen wie Beeren, aber auch Steinobst, Gemüse und Kräuter ein großes Potenzial. Mit Nischenkulturen werden in der Landwirtschaft jene Kulturen bezeichnet, die im Vergleich zu den Hauptkulturen im Bezugsraum eine beschränkte flächenmäßige Ausbreitung aufweisen. Der Südtiroler Bauernbund hat deshalb 2012 das Projekt NICOPAS, Nischenkulturen und Wertschöpfungspartnerschaften im Finchgau und Wipptal, gestartet, das vom Europäischen Sozialfonds ESF mitfinanziert wird. Also wir wollen als Südtiroler Bauernbund hier Alternativen aufzeigen für die Landwirtschaft, sei es für den Obst, für den Weinbau, vor allem aber für die Berglandwirtschaft, in dem Fall die Grünlandwirtschaft, dass es auch andere Möglichkeiten des Erwerbs in der Landwirtschaft eben gibt, vor allem mit anderen Produkten, wie zum Beispiel eben Steinobst, Beerenobst, Kräuter oder auch Gemüse. Im Rahmen des ESF-Projekts NICOPAS wurden immer wieder Aktionen gestartet, um Interessierten, die professionell in die Nischenkulturen einsteigen möchten, wesentliche Informationen, Beratung und wertvolle Entscheidungshilfen mit auf den Weg zu geben.
Die wichtigsten Schritte wurden in der Steuerungsgruppe beschlossen, in der neben dem Südtiroler Bauernbund auch Mitglieder der Projektpartner, Bezirksgemeinschaften Wipptal und Finchgau, TIS Innovation Park und Land- und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum Leimburg sitzen. Diese Zusammenarbeit war entscheidend für den Erfolg des ESF-Projekts Nikupass. Wir sind am Versuchszentrum Leimburg mit fachlichen Fragen im Anbau dieser Kulturen, um die es hier in diesem Projekt geht, betreut und befasst. Und als solche sitzen wir auch in dieser Steuerungsgruppe und versuchen hier unsere fachlichen Erkenntnisse, unsere fachliche Kompetenz einzubringen. Der TIS Innovationspark unterstützt prinzipiell Südtiroler Unternehmen, eben auch Landwirte, dabei innovativ zu bleiben, sich mit neuen Marktsituationen und Bedürfnissen der Kunden auseinanderzusetzen. Und genau das war auch unsere Aufgabe im Projekt des Südtiroler Bauernbundes, Nikupass. Hier galt es rechtzeitig zu verstehen, ob diese Nischenprodukte auch wirklich einen Markt finden können. Denn wichtig bei einer Innovation ist, dass es auch einen Kunden, eine Kundin gibt, die für das neue Produkt zahlt und es auch ein zweites Mal wieder kauft. Das Versuchszentrum Leimburg betreut überdies auch mehrere Versuchsfelder für Nischenkulturen im Land. So wurde 2014 ein Versuchsfeld für Wild-, Stein- und Beerenobst in Aldein angelegt, einem Berggebiet auf rund 1300 Metern. Im Rahmen des ESF-Projekts Nikupass wurden mehrere Gruppenbesichtigungen organisiert, um Interessierten die Möglichkeit zu bieten, direkt vor Ort Information und Beratung von den Experten zu bekommen. Also wir haben mehrere Gruppenbesichtigungen organisiert im Laufe vom Jahr. Und jetzt in dieser Heint war eben mehr das Ziel, den Leuten zu zeigen, wie wir da vorgegangen sind, weil wir das Feld gefunden haben, weil wir beschlossen haben, da das Versuchsfeld rauszumachen, wie wir da vorgegangen sind, weil wir da ausgemessen worden ist, um dann das ganze Gerüst aufzustellen, wie wir da vorgehen werden, weil wir das Wasser von der Quelle entnehmen werden und da herbringen werden. Und das ganze Konzept, wie da die Anlage eben erstellt wird und welche dann auch unsere Ziele sind in Zukunft. Nischenkulturen stellen für die Südtiroler Landwirtschaft eine große Chance, aber gleichzeitig auch eine große Herausforderung dar. Vor allem für Neueinsteiger ist es wichtig, sich über verschiedene wichtige Aspekte zu informieren, wie Standortvoraussetzungen, die persönlichen, betrieblichen und rechtlichen Voraussetzungen und die Vermarktungsmöglichkeiten. Die Gründe dafür, in den Anbau von Nischenkulturen einzusteigen, sind vielfältig. Also ich bin da, weil ich Alternativen zu den Äpfelbaum suche. Und mich hat der Andergassen eben kontaktiert, hat mir das Mail geschickt von der Veranstaltung heute. Und die haben mir gedacht, wow, Bären, es interessiert mich. Und vielleicht kann ich da ein paar Ideen mitnehmen, die sich auch umsetzen lassen. Ich erlaube, hochwertige Qualität zu produzieren. Mit dem Anbau und der weiteren Verarbeitung und Vermarktung von Beeren- und Steinobst, Gemüse- oder Kräuterarten kann auf relativ kleiner Fläche potenziell eine hohe Wertschöpfung erzielt werden. Allerdings sind Nischenkulturen nicht für jeden Betrieb geeignet, denn oft stellen sie relativ hohe Anforderungen an das betriebliche Gesamtsystem. Einmal natürlich muss man eine gute Ausbildung in Anspruch nehmen, dann auch die Weiterbildung, die sehr, sehr wichtig ist, die wir versuchen als Südtiroler Bauernbund auch dementsprechend abzudecken, weil diese Kulturen natürlich auch andere Notwendigkeiten des Anbaus auch dementsprechend haben. Und ich glaube, dass vor allem auch die Beratung im Bereich Vermarktung ganz, ganz wichtig ist. Einmal ist die Produktion natürlich über die Bühne zu bekommen, aber vor allem die Vermarktung, damit diese Kultur natürlich für den Betrieb auch rentabel ist. Weil wir wissen, die Produktion ist manchmal einfacher, als dann dementsprechend den Markt zu bearbeiten. Man muss ja auch den Kunden haben, um dieses Produkt dementsprechend verkaufen zu können. Seinen Platz im Bereich Nischenkulturen gefunden hat bereits Bernhard Aukenthaler vom Botenhof in Pflersch im Wipptal.
Der Betrieb hat sich auf den Anbau und die Veredelung von verschiedensten Kräuterarten spezialisiert. Ja, nicht die ganze. Ich war früher Gärtner. Habe halt mit den Gärtnereien gearbeitet, habe auch die Gärtnerlehre, die Gärtnerausbildung gemacht. Und wir haben daheim einen kleinen Hof gehabt. Oder haben einen kleinen Hof, wo wir Viehwirtschaft im Nebenerwerb gehabt haben, leider 2-3 Kühe. Und vor 11 Jahren habe ich einen Hof auf Kräuterumbau umgestellt. Einfach auch aus dem Grund, selbstständig zu sein. Und die Kräuter eignen sich auch auf einem Bauernhof mit einer kleinen Fläche. Da braucht man keine Hektar, sage ich einmal, nicht, sondern kann man auch schon mit einem kleinen Grundstück viel draus machen. Die Kräuteranbaufläche am Bodenhof beträgt heute 3000 Quadratmeter. Mit seinem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb musste sich Bernhard Aukenthaler von Anfang an auch nach Partnern umsehen. Gefunden hat er diese Partner in Wiesen. Mit Gabi und Sepp Holzer vom Steirerhof hat er sich zu den Kräutergärten Wipptal zusammengeschlossen und sie vermarkten ihre Bioprodukte gemeinsam. Ein Erfolgsgeheimnis. Ein großer Vorteil ist natürlich, man teilt sich die Arbeit auf. Jeder hat seine Kompetenzen. Der eine ist gut im Vermarkten, der eine ist gut in der Produktentwicklung, der eine kann gut reden auf dem Markt. Jeder hat seine Kompetenzen bei uns und somit funktioniert die Zusammenarbeit jetzt seit 11 Jahren gut, wunderbar. Vermarktet werden die Produkte der Kräutergärten Wipptal unter dem Gütesiegel Roter Hahn vor allem auf Märkten, an Wiederverkäufer, in einigen Geschäften und in den eigenen Hofläden. Den Hofladen am Steirerhof betreut Gabi Holzer selbst. Er ist zweimal die Woche nachmittags geöffnet. Die restliche Zeit hat sie mit ihrem Mann Sepp genug auf den Feldern zu tun, wo sie unter anderem auch wärmeliebende Kräuter anpflanzen. Da haben wir ganz viel Zitronenmelisse, weiße Melisse, Basilikum, Majoran, dann haben wir Thymian, klassische Gewürzpalette, Isop, Oregano, ganz viele Blüten. Weil unsere Teemischungen sind ziemlich farbenfroh, deswegen braucht man einen hohen Anteil an Blüten. Da gibt es noch die Ringelblume, Kamille, Kornblumen in verschiedenen Formen, Malve, Königskürze, Goldmelisse. In Laas im Finchgau ist jetzt im August die Blumenkohlernte im Gange. Günther Tapeiner vom Auser-Lorenz-Hof in Laas hat sich als Landwirt im Nebenerwerb schon immer für Nischenkulturen interessiert. Auf rund 1,5 Hektar baut er in Laas Blumenkohl an. Dieser wird, genauso wie die Äpfel, an die Obstgenossenschaft Alpe geliefert und dort vermarktet. Daneben baut Günther Tapeiner auf seinen Feldern auch Wild- und Steinobst an. Für diesen Betriebszweig hat der Auser-Lorenz-Hof eine andere Vermarktungsstrategie gewählt. Wir verwerten unsere Obst eigentlich hier. Sturmobst, die Marillen, die Zwetschgen und das, was wir haben, alles selber. Wir pflücken das, bringen das her auf den Hof und veredeln das. Wir machen mit unseren Produkten als Destillate. Da wird keine Ware, ob es erste ist oder zweite Ware, da wird die ganze erste oder zweite Qualität die ganze so verarbeitet. Mit seiner Entscheidung, Wild- und Steinobst für die Herstellung von Destillaten unter dem Gütesiegel Roter Hahn anzubauen, hat der Laaser Landwirt einen großen Innovationsgeist bewiesen. Mit seinen Destillaten konnte der Landwirt auch schon einige Preise gewinnen. Die Entscheidung, nicht nur Äpfel und Gemüse, sondern auch Beeren, Wild- und Steinobst anzubauen, ist dem leidenschaftlichen Schnapsbrenner nicht schwer gefallen. Wir haben eigentlich halt eine Leidenschaft gehabt zum Brennen, das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich mich entschieden, ein bisschen verschiedene Kulturen zu setzen, wo ich dann kann ein bisschen mein Hobby nachgehen kann.
Zurück im Wipptal. Es ist Ende September und Thomas Zössmeier vom Waldförsterhof in Ratschings ist bei der Salaternte. Seit ein paar Jahren hat sich der gelernte Koch auf den Gemüseanbau spezialisiert. Auf seinen Feldern baut er inzwischen alles an, was es in einem großen Gemüsegarten zu finden gibt. Die Produktvielfalt ist wichtig, um am Markt bestehen zu können, denn Thomas Zössmeier vermarktet sein Gemüse einzig und allein direkt. In Dohl ist ja eigentlich ziemlich gut Tourismus und kann ja eigentlich mehr oder weniger bei jedem Hotel oder Restaurant vorbeikommen und etwas liefern. Ganz viele kommen auch Leute direkt am Hof. Vor allem im Sommer ist da ziemlich Undrang. Der Sterzinger Bauernmarkt ist eine super Absatzmöglichkeit. Also den haben wir jetzt seit 2 Jahren und da sind noch mehrere innovative Bauern, die sich da Nischen gesucht haben. Und es sind auch Geschäfte, Gemüsegeschäfte in Sterzing, die eben auch gerne unsere Sachen haben und wo oft schon die Kunden auf uns warten, dass sie die Sachen für da kriegen. Noch ist der Gemüseanbau nur ein Nebenerwerb für ihn. Das soll sich aber in absehbarer Zeit ändern. Und Thomas Zössmeier ist überzeugt, dass ihm das durchaus gelingen kann. Vor allem, indem er sich im Anbau weiter verbessert. Wir sind ja nicht gelernte Gärtner. Und da müssen wir uns eben überall Hilfe suchen und schauen, dazu zu lernen. Weil man kann sicher aus der Fläche, was wir haben, ziemlich mehr noch rausholen. Also wir sind schon eigentlich ganz auf einem guten Punkt, aber es ging noch mehr. Wie im Zuge des ESF-Projekts Nikupass beleuchtet, haben sowohl das Wipptal als auch der Finchgau Potenzial für den erfolgreichen Einstieg in Nischenkulturen. Zum einen ist Finchgau klimatisch gesehen geeignet, um verschiedene Kulturen umzubauen. Zum anderen hat die Vergangenheit schon gezeigt, dass im Finchgau sehr findige Köpfe experimentierfreudig sind und dadurch auch eine Vielfalt in der Produktion, in der landwirtschaftlichen Produktion und in der Verarbeitung eingebracht haben. Und das ist noch ausbaubar. Und vor allem, wenn man auch denkt, dass in Zukunft die Regionalität, die regionalen Produkte auch einbindbar im touristischen Segment stärker gefragt sein werden, war das eine sinnvolle Aktion, um da mitzumachen. Qualität, Innovationsgeist und unternehmerisches Handeln sind zentrale Faktoren, um mit Nischenkulturen erfolgreich zu sein. Familie van den Dries im Finchgau hat für sich eine Nische mit dem biodynamischen Anbau von Wild- und Beerenobst gefunden. Familie Holzer vom Steirerhof in Wiesen und der Botenhof in Pflersch nutzen als Kräutergärten Wipptal Synergien beim Anbau, bei der Verarbeitung und bei der Vermarktung von Kräutern. Und das mit Erfolg. Mein Mann ist noch halbtags arbeiten gegangen und dann bin ich noch halbtags arbeiten gegangen und seit 2-3 Jahren sind wir jetzt beide am Hof tätig. Haben wir alle 4 Hände haben genug zu tun, können aber auch davon leben. Und ich finde, dass wir unser Ziel schon großteils erreicht haben. Zumindest bauen wir nicht mehr rund, wo man noch investieren könnte, wären so noch vielleicht besondere Produkte, vielleicht mit den Blüten noch kleine besondere Produkte oder auch Kräuterschnaps noch dazu. So Besonderheiten darf man noch gern entwickeln, weil wir gern Produkte entwickeln tun. Von der Fläche sind wir am Limit. Für Thomas Zössmeier aus Ratschings waren es die hohe Qualität seiner Produkte und die große Vielfalt, die ausschlaggebend für seinen Erfolg im Bereich der Nischenkulturen waren. Wichtig ist ihm heute aber auch der Austausch mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben. Und das ist ihm im Rahmen des ESF-Projekts Nikupass gelungen. Es ist eben interessant gewesen, um andere Bauern eben kennenzulernen, die was ähnliche Sachen machen. Auch für mich ist es wichtig gewesen, ein bisschen in andere eben auch so bei mir Einblick zu geben und vielleicht Leute umzuregen, aus ihm in Klohenhof auch etwas anders zu machen oder auch eben versuchen, mit einer Nische von ihm in Hof zu leben.
Ein erfolgter oder anstehender Generationswechsel, die Erweiterung des Produktsortiments, die Umstrukturierung des Betriebes sowie wirtschaftliche Überlegungen, die Beweggründe und Ziele beim Einstieg in Nischenkulturen sind vielseitig. Genauso vielseitig sind aber auch die Faktoren, die dazu beitragen, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb damit langfristigen Erfolg hat.